Ja, grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier bei Martins Klemperhut. Und seht mal, was ich euch mitgebracht habe. Zwei kleine Schiffchen, ist das nicht großartig? Ich finde es großartig. Ihr auch? Beide Schiffe haben mir sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. So, das eine ist von Singbau, das ist die Missouri BB63, auch Maitimo genannt. Und das andere ist das Battleship Bismarck von Kobe. Aber eins nach dem anderen. Dann packen wir das hier mal weg. Fangen wir mal mit der Missouri an. Dieses schöne Teil messen wir mal aus. Laut Anleitung 80 cm, ja, kommt hin. Länge, Breite sind wir bei 12 und die Höhe, ja, mit dem Antenne da oben sind wir bei ungefähr 22 cm. Hat eine ganz schöne statische Länge, das kann ich euch mal sagen. Man baut zuerst den Mittelteil, dann den vorderen Teil und dann den hinteren Teil. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch noch, auch nochmal in der Endcard. Ja, Bautechnik, wunderbar. Müsst ihr aufpassen, weil die sind nur mit Pins. Also wenn ihr wollt, ich habe sie unten drunter nochmal verstärkt. So, das Ding hat übrigens Rollen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hat Rollen, man kann es also in den Herren rollen. Okay, Profi-Effekt geht jetzt hier gerade nicht. Ich habe es auf jeden Fall nochmal verstärkt, damit sie nicht wieder ausmachen, weil die halten nicht wirklich. Ja, Bautechniken kann ich dazu nichts sagen. Ist eigentlich wunderbar, ist eigentlich großartig. Ja, man baut im Prinzip das Gerüst und dann baut man im Prinzip die Seitenteile dran. Ist ja bei Kobe nicht anders. Was aber cool ist, die Geschütze. Die baut man im Prinzip so. Ne? Und dann steckt man sie hier so rein. Genauso wie der hier. Und so wie. Okay, der geht jetzt nicht, warum auch immer. Okay, der klemmt ein bisschen. Klemmkraft nach einer Weile. Ist nicht so schön. Also klemmt dann nicht mehr wirklich gut. Am Anfang klemmt sie super, aber wenn man das ein paar Mal macht, dann ist er halt nicht mehr so. Ist halt Singbau, ne? Ist nicht der dänische Hersteller oder ist auch nicht Kobe. Bei Kobe, wenn man die öfters mal lose und wieder ab und wieder zumacht, geben sie auch ein bisschen nach. Ja, das gute Stück habe ich damals gekauft bei Amazon für circa, sagen wir mal, 80 Euro. Verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne kaufen. Also, ein schönes Modell. Hat 2631 Teile. Wie gesagt, die Missouri. Falls ihr das Schiff noch nicht kennt, empfehle ich euch den Film Battleship. Wie heißt denn der Film? Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Herrgott nochmal, wie heißt denn der Film? Doch, klar, Battleship. So hieß der. Das ist mit dem, wo die Aliens angreifen tun, wo sie da erst ein Signal schicken, dann kommen die Aliens auf die Erde und dann bekriegen die sich. Ja, und dann kommen sie erst mit dem Kreuzer und versuchen, den sie aufzuhalten. Dann geht aber alles kaputt. Und später kommt der Schlachtschiff in Einsatz. Ich glaube, es ist sogar die Missouri. Die steht nämlich im Hafen als Museumsstück. Gibt es heute immer noch. Ist auch ein Museumsstück. Kann man sich sogar anschauen, wenn man Interesse hat, nach Amerika zu fliegen.
Da steht sie nämlich. Ja, wie gesagt, schön ist dann, schön groß, nimmt verdammt viel Platz weg. Aber Achtung, wenn ihr Katzen habt, lasst sie nicht ihr irgendwo auf der Fensterbank oder sonst was stehen. Die nageln euch das alles ab, die machen das ganze Ding kaputt. Das kann ich euch mal sagen. Deswegen habe ich sie bei mir momentan in der Vitrine. Also hier bei dem Ding müsst ihr auch aufpassen. Das geht gerne mal kaputt. Das baut man auch in einem Stück. Mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Das sieht so aus. Und weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Lego hat das, glaube ich, nicht. Dieses schöne Teil hier, falls ihr das seht. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Und das hier, das fällt mir immer wieder ab. Also, wie gesagt, nach einer Weile Klemmkraft gehen. Ada. Also zum Spielen? Nein. Auf keinen Fall. Als Vitrinenmodell? Ja. Das auf jeden Fall. Also Katzen, Kinder? Nein. Definitiv nicht. Das Ding geht schneller kaputt, wie ihr bis 13 könnt. Ja. Aber wie gesagt, schöne Bautechniken. Klemmkraft, wie gesagt, nach einer Weile lässt sie nach. Aber insgesamt schönes Modell. Kann ich dazu eigentlich mal gar nicht mal so viel sagen. So, dann nehme ich das mal hier mal weg. Und kommen wir dann einfach mal von Kobi zur Bismarck. Auch ein schönes Modell. Auch da habe ich ein Video gedreht als Speedbild, verlinke ich euch auch nochmal in der Endcard. Ja, die Miss Bismarck im Original, habt ihr wahrscheinlich gelesen, wer das Video so noch nicht angeschaut hat, war vielleicht gerade mal, ich glaube, 9 Wochen im Einsatz und dann wurde sie abgeschossen, nachdem sie vorher ein anderes Schiff abgeschossen hat und ist gesunken, kam im Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Auch hier ein schönes Schlachtschiff von Kobi. Schönes Modell, schöne Bautechniken. Auch hier, wie gesagt, man baut im Prinzip eigentlich den vorderen Teil. Und dann klickt man den vorderen Teil. Moment, das ist der vordere Teil. Das ist der vordere Teil. Nee, das ist der vordere. Das ist der vordere Teil. Dann klickt man den hier so ein. Im Video wird es gezeigt, wie man es macht. Oder auch bei Johnny's World. Der hat auch nochmal ein Video darüber gedreht, das wird es auch nochmal gezeigt, falls euch das interessiert. Ich mache lieber Speedbild als sowas hier zu labern und zu erzählen. Ist für mich einfacher. Lieber zeige ich euch, wie ich es baue. Habe ich mehr Freude dran. Und vielleicht der anderen oder anderen gefällt es auch. Und dann gibt es hinterher ein schönes Review. Auch hier, Kanon. Wieder mal Vorführeffekt hier. Geht immer alles kaputt. Alles geht kaputt. Gehst du nicht raus? Naja, habe ja nicht zu viel gesagt, ne? Klemmkraft, das Ding da drin hält bombig und die andere nicht. Also, auch hier, Katzen in der Nähe. Lässt die Klemmkraft gleich halt mal ein bisschen nach. Dadurch, dass ich leider 2 Katzen habe, die auch gerne mal was klauen, fehlen mir ein paar Teile. Das heißt, ich musste ein paar Sachen ersetzen. Deswegen habe ich ein bisschen improvisiert. Das eine habe ich so gebaut. Bei dem anderen auch. Hier kommt normalerweise eine, was ist das? Sechser mit 2 Noppen drauf. Einmal rechts, einmal links. Hier, dieses Teil fehlt mir auch. Da fehlt auch übrigens auch die Fahne. Eine ist mir leider kaputt gegangen. Und das Teil habe ich auch ganz anders gebaut, wie es eigentlich im Original ist. So wie dieses schöne Teil. Das ist eigentlich sowas hier. Ne, normalerweise gehört.
Schwester. Oh, hier ist oben drauf. Jesus Maria, mir geht auch alles kaputt hier. So, jetzt haben wir es. Deswegen habe ich ein klein wenig improvisiert, mir aus meiner Sammlung ein paar Sachen zusammengesucht. Das ist ungefähr gleich, dass ich euch ein bisschen zeigen kann, wie das im Original ungefähr ausgesehen haben könnte. Bötchen sind leider nicht selbst gemacht, das war bei den Misuren nicht so. Da haben die ein bisschen besser hinbekommen. Ich glaube, Kobi hat das aber auch mal selber gebaut, warum sie da hier haben. Und das ist die Charge mit den Aufkleber, die ich natürlich selbstverständlich nicht drauf gemacht habe. Ne? Aber so, jetzt. Ansonsten wunderbar schöne Teile. Teile, die es bei Lego nicht gibt, wie zum Beispiel 5x1er Blades oder 7x1er Blades. Ne? Alles wunderschöne Teile, ich weiß gar nicht, ob ich hier ein Teil habe. Jetzt wollte ich euch zeigen, ist gar nicht. Ein paar schöne Slopes auch noch mitgenommen. Das fällt mir auch schon mal aus. Ne? Ja, jetzt habe ich das. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Lego auch gibt. Kobi hat es. Finde ich eigentlich wunderbar, gerade für Mocs oder so. Falls jemand Interesse hat, die haben schöne Teile. Kann ich gar nicht mal meckern. So. Also, wie gesagt, Seitenteile. Wenn ihr ein paar öfters mal bauen tut und das immer wieder mal hin und her, dann gehen sie auch mal gerne kaputt, ne? So ist das halt mal bei Klemmbausteinen. Irgendwann lässt alles mal nach. So. Ja, aber trotzdem, alles in allem schöne Teile. Fröhliches Bauen. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Für das braucht man ungefähr 2 Tage, so wie mit der Masuri auch. Was ich cool finde, sind diese Anker hier. Ne? Das hat, glaube ich, bei der Misuri gibt es da keine Anker. Ne, die sind, glaube ich, auch nur aufgemalt. Was ich vergessen habe, so bei der Misuri, da sind keine Aufkleber dabei. Nee, alles gedruckt. Nicht ein einziger Aufkleber. Achso, habe ich ja total vergessen. Sollte man auch mal ausmessen, ja? Wie groß ist denn das gute Stück? Das hat eine Länge von 83 cm. Ich glaube, ist sogar ein bisschen breiter. Mit knapp. Doch, sagen wir auch, zwischen 12,5 und Höhe hat er auch so um die 22,5. Das gute Teil. Aber trotzdem ein schönes Modell. Ich hätte gern mehr davon.
Ja, letztes Mal hat mich einer gefragt, ob ich nicht auch die, wie heißt sie doch gleich? Nicht die Tirpitz, nicht die Zeppelin. War das die Graf Zeppelin? Ne, die Graf Spee, bauen tun. Muss ich ihm leider enttäuschen, habe ich nicht. Im Moment finde ich es auch nicht im Internet. Weder bei, weiß nicht, bei der BlueBXD. Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls jemand hat oder falls jemand weiß, wo ich die herbekomme. Wobei ich mal sagen muss, ich kann auch nicht alles zeigen. Ne? Ich kann nur Modelle zeigen, die ich momentan zur Verfügung habe, weil bin in Kurzarbeit. Also ich kann mir momentan das alles nicht leisten. Das, was ich mir leisten kann, ist peu à peu, um es zu bauen und euch zu zeigen, aber mehr kann ich nicht. Geht nicht. Geht wirklich nicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Sonst gerne, kein Problem. Und die Schiffe, gerade die von Kobi, sind ja nicht gerade günstig. Ne? Der kostet ab 130 aufwärts. Und von Lego wollen wir gar nicht reden. Ich habe noch ein Modell da von Moltking, den Mercedes, den werde ich nochmal bauen, vorstellen. Die habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich hier noch von Technikeln. Werde ich euch auch noch mal zeigen. Ja, und viel mehr habe ich eigentlich nicht. Also ich kann euch wirklich nur das zeigen, was ich habe. Und vielleicht ein oder zwei Überraschungen. Mehr geht nicht. Ich hoffe, dass das Ganze alles immer vorbeigeht und ich auch mal wieder ordentlich Geld verdienen kann und dass ich euch auch wieder mehr zeigen kann. Vor allem das, was ihr euch wünscht. Ich weiß es ja nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich euch zeigen soll. Hab schöne. Zwei, drei Sätze habe ich noch. Lasst euch überraschen. Schönes Modell. Gefällt mir. Hätte gerne mehr davon. Tierpitz hätte ich auch gerne, aber ich habe keinen Platz. Ich hätte auch gerne Graf Zeppelin. Hätte auch die Enterprise noch. Man muss sagen, BlueBix macht schon, Quatsch, BlueBix. Kobi macht schöne Modelle. Das Auto letztes Mal von BlueBix war auch schön. Aber zu teuer. Momentan nicht zur Verfügung. Da hatte ich Glück, die war gerade im Angebot. Die hat, was hat die gekostet? Da war auch 130 Euro hat die gekostet. Jetzt mit den Aufklebern findest du schon gar nicht mehr. Das ist also die 4810, die findest du nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch die neuere Version mit dem bedruckten. Ist doch auch schön, kostet auch so um die 130, 140, 150 Euro rum. Aber ich habe letztes Mal gesehen, da wollte einer dafür 330 Euro. 330 Euro, ich glaube, der hat eine Macke. Der hat den Schuss nicht mehr gehört. Da kann ich mir fast zwei Modelle von denen kaufen, wenn ich das Geld hätte. Nee. Maximal. Also das Modell von Bluebix, das ist auch schön, aber kostet 190 Euro. Ich will den nicht haben. Das ist mir zu viel. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr die Modelle schön? Welches wäre am schönsten? Findet ihr das Modell von Kobi? Wobei Kobi natürlich eine super Klemmkraft hat. Es sei denn, die Katzen spielen damit oder Kinder spielen damit und hauen da alles runter. Dann ist mit der Klemmkraft auch nicht mehr so weit hergeholt. Dann klemmt das auch nicht mehr. Wobei das hier ist eigentlich stabil. Es geht nur um die kleinen Teile. Findet ihr? Also wie gesagt, Kobi schön. Oder lieber die Missouri.
beide schon die Stachelfleisch waschen. Aber wie gesagt, tut mir einen Gefallen, wenn er den kaufen tut. Der kostet momentan immer noch 80 Euro, habe ich gesehen, wenn nicht sogar noch weniger. Verstärkt so unten drunter. Ist am besten, wenn er hier irgendwas noch drunter klemmen tut, verstärkt die ganze untere Linie, macht von mir aus auch einen Ständer drauf, das habe ich jetzt nicht gemacht. Macht die Räder, macht einen Ständer drauf und verstärkt es. Weil es sind nur Pins, die werden nur aneinander gepinnt. Das war's. Bis hierhin. Und dann kommt Pinne dran. Weiß nicht, ob es bei einem anderen Modell vom Singbau aussieht, ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich fand ihn damals schön, das war halt, glaube ich, mein erstes Schiff. Als ich angefangen habe, nach alternativen Klemmbausteinen zu suchen, war das allererste. Später kam dann noch Balodi noch dazu, die kleinen Nanosteine. Da habe ich noch ein paar schöne Sachen da. Und halt Kobi. Und Moltke. Aber wie gesagt, welche Vorteile findet ihr schöner? Von Kobi oder von Singbau? Schreibt es ja mal unten in die Kommentare. Ich hätte gerne mal eure Meinung. Und vor allem Dinge. Hätte ich gerne mehr eure Meinung, was ich vielleicht euch als nächstes vorstellen sollte. Was ihr denn für Wünsche habt? Ich weiß es ja nicht. Schreibt mir es doch einfach mal unten rein. Ich schreibe auch zurück. Versprochen. Ich habe bis jetzt jeden zurückgeschrieben. Egal wer es ist. Also mir gefällt es. Wenn natürlich hier ein paar Teile nicht so locker wären. Also wie gesagt, zu spielen ist das nicht wirklich geeignet. Wäre es ein bisschen besser unten gebaut, ein bisschen verstärkt. Vor allem dieses Weinrot, das ist ja richtig dunkles Rot hier. Bei Kobi so richtig grell. Das ist halt mehr so. Das ist schon eher so. Man könnte meinen, die rostet langsam. So sieht das aus. So rotbraun, so richtig schön. Dunkle Farben. Aber grau ist halt nicht grau, weder bei Singbau noch bei Kobi. Ne? Kobi hat andere Farbenmischungen wie Singbau oder Lego. Also ist nicht alles gleich. Ja. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Machen wir Feierabend. So, damit ihr das beide nochmal seht. Falls ihr einen Blick bekommt oder nicht. Zwei schöne Modelle. Die Frage ist, welches ist das bessere Modell? Ich sage, Kobi macht schöne Modelle. Super Bautechnik zu sagen, Klemmkraft super. Wie gesagt, nach einiger Zeit gehen sie natürlich auch kaputt, wenn halt immer mal wieder drum rumgespielt. Vitrinenhotel top. Singbau, auch hier wunderschönes Modell. Wenn natürlich nicht so finde wäre, um unten zu verstärken. Aber das müsste jeder für sich selber entscheiden, was für ihn besser ist. Ob jetzt das Singbau ist oder ob das Kobi ist oder ob das halt von Bluebix ist. Auch ein schönes Modell, habe ich leider nicht da. Würde ich gerne haben, kann ich momentan leider nicht. Aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Aber was sagt ihr denn dazu? Wie gesagt, schreibt es mir unten in die Kommentare. In diesem Sinne, ein fröhliches Leben. Und wer mich noch nicht gesehen hat, wer meine Videos noch nicht kennt, schaut einfach rein. Am besten lasst ein Like da, ein Abo und einen schönen Kommentar. In diesem Sinne. Bis dann.